Gibt es denn irgendwie tatsächlich noch irgendwelche Sendungen, wo ihr sagen würdet, hätte ich voll Bock drauf, irgendwie? Ja, voll, auf jeden Fall. Also es gab mal so eine Serie, ehemals Hast du Töne mit Matthias Optenhövel. Ich weiß nicht, ob dir das was Sagt mir sagt. noch irgendwie vom Namen her was, Ja, und ja. das war jetzt ganz neu Let the Music Play. Die mussten auch immer Musik erkennen an den ersten Tönen. Also wer am Oh, ich schnellsten glaube, das. die Ja, Songs das habe ich schon mal erkennt. gesehen. Das finde ich Und total das ist richtig geil. geil und ich schwöre dir, ich würde jeden abziehen. Weil ey, das ist mein geheimes Talent, was niemand kennt, Ja. dass ich wirklich viele Songs an den ersten Tönen erkennen kann. Ich habe Ja. mal eine Zeit lang haben wir das auch Spaß immer gemacht. Ich habe so eine große Single-Sammlung, also Vinylscheiben noch so. Und dann Geil, habe ich die quasi mal aufgelegt. Ein Kumpel von mir und meinem Bruder saßen da. ja. Und bei meinem Bruder war das halt so, dass das wirklich, der hat den Song am Kratzen der Platte erkannt. Geil, ja, das ist auch schon ein Das Talent. war Wetten, wirklich das, so. ich sag's dir. Und so, ja, das ist Let the Music Play von Richtig Donna cool. Summer oder keine Ahnung so. Richtig cool, echt, ey. Und das irgendwie, ja, finde ich auch super. Also so, ich glaube, obwohl das, glaube ich, echt schwierig ist, ne? Also Ich hatte mich ja beworben das war ja dafür. quasi irgendwie, wie war das irgendwie, dass die erstmal irgendwie nur einen Ton oder so spielen, ne? Ach so, das ist eine Runde, genau. Das sind irgendwie, wer kann es an 8 Tönen erkennen und dann müssen die sich gegenseitig unterbieten und dann sind manchmal nur so 2 Töne so. Ja. Und dann muss das echt schon was Eingängiges sein. Das ist schwierig, ne? Aber Ja. ansonsten, wenn das so verwurstelt ist, ne? Oder wenn einfach nur so das Intro Ja. gespielt wird, ne? Das fand ich immer cool. Aber die haben mich leider nicht genommen. Das Okay. ist der Fluch von DSDS, ich sag's dir. Ne? Ich habe mich bei so viel beworben, danach noch Glücksrad, Jeopardy, dieses Let the Music Play. Nein. Okay. Nein. Die wollen mich nicht mehr. Die denken sich auch der schon wieder Scheiße. Ich hoffe, das denken sie nicht bei DSDS in der nächsten Staffel. Wir schauen mal, ne? Ja, aber auf Wir jeden gucken Fall. mal. Also es gibt ja auch genug andere Sachen noch. Sonst musst du tatsächlich noch mal irgendwie beim Tatort mitspielen oder Als sowas. Leiche, ja, das wäre Ja, geil. genau. Genau, bei diesen, also es ist ja so ein bisschen so eine Horrorshow, die du machst, ne? So ein bisschen schon, ja. Ja, genau. Was hat dich da, wo hast du diese Einflüsse her? Also wie kamst du auf die Idee? Schminken, also Alice Cooper, Kiss, keine Ahnung, was waren da so die ausschlaggebenden. Ja, es war irgendwann 1996 oder 97, ich weiß es nicht mehr. Da hat mein Bruder gesagt: Ey, Olli, komm mal, hier, der schneidet sich auf der Bühne auf. Und dann hat er ein Video von Marilyn Manson laufen. Und dann dachte ich: Geil, Alter, das ist was komplett anderes. Und dann war auch der. Das hat er wirklich gemacht, ne? Oder war das Ja, ich glaube, Kunstblut? ja. Ich weiß es nicht. Das ist immer schwer Da zu gibt's sagen, ein, so, da ne? ist, ich war auf dem Bizarre Marilyn, Festival, genau, zufällig. da Da war ich. warst du. Und ich Das glaube, das. legendäre Bizarre Festival, wo er dann da an der Seite sich mit der Glasscherbe, ne? Genau, und da ist ja Ja. auch irgendwer gestorben auf dem Festival tatsächlich. So ein Okay. Mädel wurde vorne erdrückt. Oh, okay, das Ja, wusste ich nicht. und deswegen haben dann, ich wollte eigentlich Blink-182 sehen und die haben nämlich nicht mehr gespielt, weil da dieses Mädel erdrückt wurde. Ach, Und da ist krass, das okay. ganze Restprogramm auf einen Tag Ja. ausgefallen. Aber das war so ein richtig geiles Bizarre-Festival. Da haben ja Ja. wir alle gespielt, die gut sind, so, ne? Ja. Und Manson war ja auch nachmittags irgendwie Genau, hätte ich einen Tag, genau. genau, und dann habe ich halt auch gedacht, irgendwie, dass das echt war. Ne? Also Ja, das kann sah sein. sehr, Also sehr echt aus. irgendwie ja, schon, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ne? Der ist da noch so ausgerastet mit seinem Schlagzeuger auch, ne? Ja, Der hat ihn doch da genau. irgendwie beworfen, so, weil er den Einsatz nicht gekriegt hat. Genau, und da habe ich gedacht, boah, geil. So, und das willst du irgendwie auch, also willst du was Krasses machen, so, ne? Willst Ja. irgendwie, ne? Also Zeiten der grün gefärbten Haare sind vorbei. Du musst dir irgendwie was Krasseres ausdenken Vielleicht und so ist es dann musst gekommen. du selbst so eine Show machen oder sowas. Wäre doch auch mal Ja, ganz warum? geil als Ja, mal Idee. schauen. Man weiß es nicht, ja, das ist wie gesagt ein bisschen geliehen davon und so, ne, und wie gesagt, ich kann keine eigenen Instrumente spielen und da muss dann was anderes her, ne, da muss ich dann irgendwie die Bühnen ja trotzdem ausfüllen mit mir und muss Ja. halt die Leute unterhalten mit meiner Show und mit meinen Gimmicks, die ich habe, ne, Ja. auch wenn das alles handgehalten ist, die kleine Konfettikanone, weißt du, alle anderen Bands hier voll die krassen Hydraulikkanonen, so, ne, und da komme ich, Ja, total cool, ne. Und ja, aber wie gesagt, so ist das dann halt gekommen, ne? Und das habe ich damals in der Band halt noch nicht so gemacht, weil ich erstmal so gucken wollte, scheiße, traue ich mich das und so. Aber dann wurde es halt immer mehr und immer krasser und immer, ne? Immer neue okay. Looks und so, ne? Und das ist für mich auch wichtig. Das ist für mich auch kurz vorm Auftritt, mich dann da zu schminken, um mich fertig zu machen. Das ist dann auch so eine gewisse Art und Weise an Maske, die man hat. Und man traut sich die Sachen, also ich traue mir die Sachen auch auf der Bühne meistens nur geschminkt zu machen, die ich mache. Weil Okay, ich da eine ja. größere Fresse auch habe, weil ich ja auch viel Interaktion mit dem Publikum mache und ich bin da auch ein bisschen frecher. Aber die Ja. Leute finden es ja trotzdem sympathisch so, ne? Das ist ja ganz gut so, ne? Okay. Ah, okay. Ja, Also es ist genau. halt wie letztendlich wie so eine Slipknot-Maske oder keine Ahnung. In So dem Dreh dein. schon. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es eine gespaltene Persönlichkeit ist. Das hat mir auch schon mal einer gesagt, du hast voll die Split Personality und so. Ich so, echt geil, okay. Aber vielleicht ist es auch so ein Schutzding. Man kann auch vielleicht durchaus sein, so, ne? Ein bisschen so, ne? Dass man eine andere Person verkörpert oder eine Kunstfigur, so in dem Dreh Ja. ist es ja, ne? Was mich interessieren würde, ist dein persönlicher Musikgeschmack. Was hörst du für Musik? Ja, also
Papa Roach, immer noch eine meiner Lieblingsbands. Ne? Ich habe auch ganz viele Tattoos hier. Ne? Hier ist der Sänger, es ist nicht Freddie Mercury, es ist nicht Michael Jackson, es ist Jacoby Shaddix. Okay. Ich bin, ja, muss ich dazu sagen, irgendwie 2008, 2009 bin ich irgendwie ein bisschen stehen geblieben. So neue Sachen, klar, kriegt man so ein bisschen mit, finde ich nicht mehr so den Drive zu. Also ich höre im Moment sehr gerne Fleetwood Mac. Okay. Die alten Paramore-Sachen. Ein bisschen Jennifer Rostock noch, aber auch immer 80er. Ne? Also im Moment höre ich voll gerne Annie Lennox auch. Ne? Ja. Also die Solo-Sachen von der finde ich total super. So, ne? Okay. Wie ist das wiedergekommen? So, ne? Ja. Also bei Karaoke dann auch. Also meistens eher so 80er singe ich da, muss ich sagen. Ne? Okay. Ja, das sind so meine Lieblingsbands. Ansonsten, ja, ich war ganz großer Limp Bizkit-Fan. So, ne? Ah, fand ich auch gut. Ja. Ja. The Used, kennst du die noch? Ja. Der Ex-Freund von Kelly Osbourne. Ja, ich wollte es gerade sagen. Auch richtig cool, mag ich auch richtig gerne, war ich auch öfter mal auf Konzerten. Ja, diese Emo-Schiene fing das dann so ein bisschen an. Ne? Also das habe ich halt übrigens auch sehr gerne geguckt, die Osbournes. Ja, fand ich immer super. Sehr, sehr cool. Ja, ja, genau, sowas. Ja, hast du dich mal bei wie heißt denn das Ding, wo die alle in dem Haus sind? Big Brother? Ja, hast du dich sowas mal versucht? Beworben? Ja? Total oft. Ja, okay. Total oft. Ersatzkandidat war ich einmal, sind aber nicht genug ausgezogen. Ah, okay. Das war aber noch die normale Variante, jetzt kommt ja nur noch Promi, ne? Ach so, okay. Aber die nächste Staffel, normalo Big Brother, wenn es noch eine geben sollte, auf jeden Fall, ey, aber sowas war richtig geil. Das Haus mit diesen 100 Leuten war ja auch schon so ähnlich. Ja, ja, ja. Ne? Ja. Und ja, da haben sie aber auch eher dann die Leute gezeigt beim Vögeln. Da haben sich auch ein paar Pärchen gefunden und ich habe so viele coole Sprüche da abgelassen, die haben nichts gezeigt davon, die Mixer. So, ne? Ja, so, ne? Wie ist denn das bei dir musikgeschmackstechnisch? Schwierig. Einfach alles. Nein, Gott. Tatsächlich, wirklich. Ja, okay. Also ja, also wenn man, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, 2000 CDs, glaube ich, oder so und viele Vinylscheiben noch und keine Ahnung. Also wenn du bei mir in die Plattensammlung guckst, denkst du, ich bin geistesgestört. Also von Modern Talking steht da was drin, cool. Von Scooter steht da was drin, yes. Aber auch irgendwie den Finsters im Black Metal. Ich hab so alles. Und ja, bei mir ist es halt so, ein guter Song ist ein guter Song. Und wenn ich sage, der ist gut, dann ist er für mich gut. Und das muss für keinen so sein. Ich finde zum Beispiel auch Helene Fischer großartig, weil die einfach eine geile Live-Show macht und ja, eine super geile Band hat. Das finde ich immer sehr beeindruckend. Ne? Also, dass die da, die hat ja irgendwie Hollywood-Choreografen gehabt und so. Und sowas finde ich halt cool. Also einfach irgendwie, entweder das ist halt sehr musikalisch, das heißt, dass ich beeindruckt davon bin, wie zum Beispiel Toto, finde ich absolut geil. Was ich an denen so cool finde, ist, dass sie aus einem Song wie Africa eine 20-Minuten-Version machen, weil die dann irgendwie anfangen rumzufrickeln, wo meine Frau gesagt hat, oh, diese Frickelei geht mir auf den Sack. Ja, und ich geh mir mal ein Bier holen. Wo ich gesagt habe, das finde ich jetzt gerade richtig geil. Ja. Und dann gehen sie raus aus dem Song Africa, frickeln eine halbe Stunde und kommen dann am Ende wieder da an bei dem Refrain. Und das finde ich total geil, dass die da live immer wieder andere Versionen draus spielen. So, ne? Ja. Aber wie gesagt, ich mag auch Reggae, ich mag alles irgendwie. Und das ist halt so. Also einfach so Songs finde ich gut. Ich würde gerne noch mal wissen, was deine Top 3 Konzerte sind in deinem Leben. Kannst du das sagen? Oder war das so viele, wo du sagst, wo ich jetzt selber war? Ja, genau, die du erlebt hast, wo du sagst, boah, das war lebensverändernd oder so, keine Ahnung. Oder es war schon cool. Das ist eine schwierige Frage. Ist krass, ne, auf jeden Fall. Aber das frage ich die Leute mal ganz gerne. Ich habe 1500 Karten, Konzertkarten. Okay, krass. Weil ich ja, habe ich ja erzählt, dass ich beim Flash gearbeitet habe. Und dadurch stand ich natürlich immer auf der Gästelisten und so. Ja, gut, okay, da hast du alles gesehen. Von daher gab es... das ist echt schwierig. Also tatsächlich war ich mal auf der Party. Das war, glaube ich... 10 Jahre Rockhard-Magazin. Da war ich mal eingeladen und an dem Abend spielte da, das war ein Jugendzentrum, wo das stattgefunden hat, ein kleines Jugendzentrum in Dortmund. Das war so groß wie so der Regenbogen hier in Hameln. Also da waren vielleicht 150, 200 Leute drin. Und da spielten dann als Überraschungsgast Manowar. Das fand ich ziemlich cool. Das fand ich ziemlich geil. Weil da keiner mit gerechnet hat. Ja. Das war halt irgendwie richtig cool. Dann Ozzy Osbourne. 1989 im Rahmen des Metal Hammer Festivals. Boah, da war der jung und fresh, Mann. Ja, ja, das war. Jo. Also, jung war der, glaube ich, auch nicht mehr da. Ich glaube, der war da so alt wie ich jetzt oder so. Ist doch noch voll jung, hallo. Und. Ja. Top 3. Also, Manowar war halt nicht, weil ich das so geil fand. Es war so geil, weil das so überraschend kam. Mhm. Auf dieser Party, weil da kein Mensch mit gerechnet hat, dass gerade die da spielen. Ja, cool.
Ozzy Osbourne fand ich wirklich richtig cool. Und ich glaube tatsächlich, dass das Toto-Konzert, auf das letzte Konzert von Toto, was ich gesehen habe, war 2019. Und das, ich glaube, das war auch so richtig geil. Ja, cool. Das in siehst du. Gelsenkirchen auf dem Amphitheater. Ja. Aber ich könnte jetzt noch stundenlang weiter erzählen. Ich habe mal Rick Springfield, weiß nicht, ob du den kennst, bestimmt. Ne? Ja, klar, vom Namen her ja. Der zum Beispiel hat auf der Lorelei gespielt, was ja schon mal generell eine geile Bühne ist. Und was da halt total cool war, dass der, vielleicht total beeindruckt, der hat immer gespielt und dann irgendwann hat er dann nur noch gesungen, sie hat eine Gitarre immer nach rechts geschmissen, einfach weggeworfen und da stand immer einer, der die Gitarren aufgefangen hat. Das fand ich so einen geilen Show-Effekt. Aber ich bin auch so jemand, der sehr gerne Show mag. Also so, deswegen bin ich echt gespannt, wenn ich dich mal live sehe. Ich mag gerne Leute, die einfach irgendwie was machen auf der Bühne. So. Also ich finde nichts Langweiligeres, als wenn da Leute stundenlang irgendwie irgendwas rumfrickeln, aber sich nicht bewegen, zum Beispiel. So, das finde ich ganz fürchterlich. Ne? Also da musst du dich auch schon drauf einlassen. Ne? Ich habe jetzt gesehen, Ed Sheeran ist Headliner beim Hurricane Festival nächstes Jahr. Ist natürlich alleine ein kleiner Junge oder ein kleiner Mann auf der Bühne mit Gitarre, steht da. Ich weiß ja nicht, was der macht. Ich habe den noch nie live gesehen. So, ne? Aber ich weiß nicht, ob der mittlerweile eine Band hat. Aber doch, stimmt, müsste er eigentlich. Ne? Weil viele Songs, die von den neuen Songs kannst du ja fast nicht alleine performen, sei denn, du hast ein Playback. Mhm. Ich habe aber mal ein Konzert von ihm gesehen. Ich glaube, es war tatsächlich ein ZDF-Ding oder sowas, so eine Übertragung aus London. Und da stand er alleine da. Mhm. Der hat da nur seine Loopstation gehabt und hat seinen Kram da gemacht. Und das war aber richtig geil. Ja, okay. Sehr beeindruckend. Und er hatte alleine dieses ganze Stadion im Griff. Also Ja, da habe ich immer gedacht, Mensch, so ein, ne? Also ein kleiner Mann da und dann ein Stadion so. Ich weiß nicht, ob das... Doch, absolut. Echt? Okay, absolut, ja gut. Knaller. Also weil das würde ja eher so kommen, dass der in so einem hier Glocksee in Hannover zum Beispiel spielt oder so, ne, vor 150 Leuten. Ne? Also ja, ja. Das nee, aber das tatsächlich richtig gut. Ja. Also war ich sehr beeindruckt von. Ja, das ist, ja, gibt, das ist, ja wie gesagt. Es gibt so viele Bands irgendwie. Ja. Zum Beispiel habe ich mal, habe ich immer gesagt, Xavier Naidoo ist fürchterlich. Mhm. Was er in der Corona-Phase abgelassen hat, ist auch fürchterlich, aber... Und seine Texte sind ja auch so, aber ja, das war, ich war bei Rock am Ring, wo unter anderem auch Papa Roach gespielt haben und Slipknot und so weiter und Limp Bizkit, das war das legendäre Jahr. Mhm. Und da bin ich sozusagen Mudvayne, kennst du auch? Ja. Ja, das hab, da habe ich auch so gedacht, das passt auch so zu dir so ein bisschen von der Optik her. Ein geiles Album, das habe ich noch. Und das Konzert haben wir uns zu Ende angeguckt und dann sind wir an dieser einen Bühne vorbeigegangen. Da spielte gerade Söhne Mannheims mit Xavier Naidoo. Mhm. Und das hat mich auch total beeindruckt zum Beispiel, weil die halt einfach so geil musikalisch sind. Die hatten zwei Drummer, die total geil gespielt haben, aufeinander. Das klang wie ein Drumcomputer, obwohl das zwei Drummer waren. Und es ist ja eh schon schwierig genug, mit zwei Drummern gleich zu spielen. Und das war so dynamisch, das war so richtig geil. Ja, manchmal lebst du, also das war ja nun nicht geplant, dass du da hier wahrscheinlich hingehst. So, ne? Das war ja wahrscheinlich ein Vorbeigehen und dann, oh, wir bleiben wir mal stehen. Ne? Ja. Das hatte ich auch schon total oft, auch beim Hurricane Festival und so, dass ich da irgendwelche Juwelen für mich entdeckt habe, wo ich vorher überhaupt nicht drauf vorbereitet war. So, ne? Also da war eine ganz geile Band, The Weepies hießen die, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ist Ehemann, Ehefrau. Und die sind so ein bisschen wie, also sie machen auch so mehrstimmig, auch mit Gitarre, auch so ganz, ganz schön und so. Und das war echt so geil. Ich habe fast geheult, ne? Wirklich. Ja. Und man kannte die vorher nicht. Das war, ist so cool, ne? Also das finde ich immer super. Kennst du das K3 in Hameln? K3 in Hameln war ich noch nicht, aber wie, vom Namen her. Ja, das ist so groß wie, naja, wie hier fast. Also ein bisschen größer. Also es ist wirklich sehr klein. Und da spielte mal Henning Wieland mit seiner Der Letzte an der Bar-Tour. Und... Das fand ich, da habe ich so gedacht, naja, was mag da kommen? So, ne? Henning Wieland, H-Blocks und so. Dann kam der mit einer Begleitband und da haben die noch extra da Podeste rein und hast du nicht gesehen und irgendwie eine kleine PA und alles. Und das war, dann waren irgendwie noch, ich glaube, 40 Leute passten noch in den Laden, das war's. Und da spielte dann der Keyboarder war der Typ, irgendwie der früher Wozu sind Kriege da gesungen haben, der kleine Junge bei Udo Lindenberg. Okay. Der jetzt eher erwachsen ist und noch im Panikorchester mitspielt. Der war an der Gitarre und am Keyboard, der Schlagzeuger von der Udo Lindenberg Band und noch irgendein anderer Typ und Henning Wieland. Und das war so eine geile Show vor diesen 40 Leuten, weil das so eine tolle Atmosphäre hatte. Das war richtig abgefahren. Ja, manchmal ist es magisch, auf jeden Fall. Ne? Echt. Und das wäre jetzt auch von der Top 3 was gewesen. Deswegen ist es halt auch irgendwie, Top 3 ist einfach, das ist so, als wenn ich sage, deine Top 3 Songs.
Ja, klar, natürlich. Das geht halt auch nicht. Aber wirklich. Das ist immer cool, wenn man dann so eine Anekdoten dann auch mal fährt, ne? Ja, ja. Das ist cool. Das mag ich ganz gerne, so Geschichten da über ja. Live-Events und über Konzerte und ja, so. Ja, 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 ja. Okay, stand das für dich, ich habe doch noch ein paar Fragen. Ja, gerne, klar. Stand das für dich jemals zur Debatte, das professionell zu machen? Also wirklich zu sagen, ich hau jetzt in den Sack und mach nur noch das? Nee, eigentlich nicht. Klar hat man dann mal drüber nachgedacht, ob das passen würde, aber das ist einfach zu ungewiss. Ja. So, ne? Also okay. Ich bin froh, dass ich dann noch mal ein zweites Zuhause den Marktkauf habe und so, ne? Wo ja. ich dann wirklich auch jeden Tag dann bin. Klar wäre es natürlich geil, richtig auf Tour zu gehen und so mit einem Team zusammen und so, ne? Mhm. Aber nein, das ist so eine Träumerei gewesen und so, ne? Und mir reicht das auch tatsächlich dann so ab und zu mal einen Auftritt zu haben und jetzt das nicht jeden Tag zu machen. Ich glaube, das wäre zu krass, das wäre richtig krass. Also musst du dich auch drauf einlassen, so, ne? Mhm. Aber so als Nebending ist das ganz cool auf jeden Fall. Da hat man auch wieder was, worauf man sich freut, weil das ist auch wieder raus aus dem Alltag. So. Ja, das stimmt, ja, habe ich noch gar nicht noch drüber nachgedacht, aber stimmt, ist so. Ja. Ja. Und ansonsten, ja, wie gesagt, zu ungewiss. Ne? Also jetzt gerade, ne, braucht bloß wieder die nächste Pandemie kommen, dann sitze ich da wieder, ne, so ein Scheiß. Ne? Ja, das ist wahr, ja. Yo. Okay, dann kommen wir mal zu dem, was ist dir lieber? Also so eine Einzelshow, also wo du jetzt wirklich gebucht bist für, ich sag jetzt mal, irgendeinen Saal und du bist nur da, oder spielst du lieber auf einem Festival oder auf einem Stadtfest, wo dann ganz viele andere Künstler noch auftreten? Das hat beides was für sich. Also ich bin meistens lieber mit anderen Musikern dann, ne? Dass man sagt und so, irgendwie, aber bist du dran, wann bin ich dran? Und dann sind die auch aufgeregt und so. Das ist irgendwie so eine Gemeinsamkeit, die man hat. Ne? Und teilweise hole ich mir jetzt auch immer Kollegen von mir auf der Bühne. Ne? Das ist auch ein Rapper, mit dem habe ich ja auch einen Song gemacht. So, ne? Dann stehe ich mir nicht ganz allein auf der Bühne, auch bei einem Song oder bei zwei Songs. Ne? Und Hattest du mal Janine auf der Bühne, ne? Ja, mit der habe ich auch schon öfter mal was gemacht. Ja, ja, genau. Genau, ja, lustig. Ja, Grüße gehen raus natürlich. Ja, die Janine. Genau, schöner fremder Mann. Ja, ja, das, genau schöne, das. Schöne die Janine. Ich habe es dann umgedichtet. Ja, ja. genau. Das war auch zur Hoch-Corona-Zeit da in Rinteln, genau. Da mussten alle sitzen, das Publikum. Ja, durften sie sich nicht berühren und nicht zu nah an die Bühne kommen. Ne? Wünsche und Ziele. Oh, jetzt geht's los. Wünsche, noch viele, viele coole Auftritte zu erleben auf jeden Fall, ne? Dass es nächstes Jahr weitergeht. Ne? Also jetzt geht die Bewerbungsphase ja bald los. Ne? Ich war immer ein bisschen früh dran, im August, September schon für das nächste Jahr. Dann haben sich viele gar nicht gemeldet. Ich muss noch ein bisschen Ruhe bewahren und dann im November mal loslegen. Ne? Da wünsche ich mir, dass da nächstes Jahr wieder einiges kommt an Auftritten und so, dass man viele neue, coole Leute kennenlernt. Auf jeden Fall, dass die Leute Spaß haben, dass die Leute einen anlächeln, dass sie sagen, hast du gut gemacht. Ne? Mhm. Und dass das vielleicht mit DSDS nochmal was wird. Ne? Aber wie gesagt, da bin ich ganz locker eigentlich. Ne? Ja. Das sind so die musikalischen Wünsche. Ne? Und dass ich mal wieder ein paar neue Songs aufnehme. Das ist wichtig. Das habe ich, wollte ich gerade sagen. Also, hast du schon irgendwas an der Pipeline? Nee, noch nicht. Also ich habe jemanden in Duisburg, bei dem ich das aufnehmen würde, auf jeden Fall. Der ist ganz cool. Mit dem habe ich damals diesen Song mit dem Rapper aufgenommen, vor ein paar Monaten und so. Der ist super. Der hat auch so... Kennst du Olli DeVille? Nee. Oliver DeVille? Nee, der sagt mir nichts. Vielleicht wäre das auch ein Typ für dich, so als Oliver Anlauf. DeVille. Okay, also der macht auch Instrumentalherstellung. Ist ein Produzent. Okay, ja. Sprechen wir gleich mal jenseits der Kamera drüber. Oliver DeVille, der ist auf jeden Fall schon cool. Auf jeden Fall. Genau, das will ich auf jeden Fall auch nochmal in Angriff. Wir haben jetzt kein ganzes Album, ne? Aber ein paar neue Songs auf jeden Fall und so, dass man irgendwie auch mal wieder was Neues dann hat. Und man hat ja auch wieder ein paar Themen, wo man schon seit längerer Zeit vielleicht drüber nachdenkt und die dann auch mal musikalisch irgendwie darbieten will. So, ne, ja, genau. Das auf jeden Fall. Und ansonsten Marktkauf weiterhin, ne? Das muss ja weitergehen, das ist ja alles nichts so. Ja. Genau. Aber ich finde das cool, dass du auch das so hundertprozentig machst. So. Den Marktkauf. Ach so, ja. Ja, ich finde irgendwie, ich finde nichts schlimmer, als wenn man irgendwas macht, was man nicht hundertprozentig macht. Mhm. Also, keine Ahnung, ich habe jetzt meinetwegen einen Job oder was als Friseur und gehe da immer so morgens rein. Mhm. Ich finde mal, es gibt in Rinteln gibt so einen Friseurladen ich habe ja meine Flyer-Firma und wenn ich da dann in diesen Laden, in diesen Friseurladen rein, da arbeitet so einer, der sagt immer Hallo und ich der ist so ein bisschen gay gefühlt, aber der ist ja mit Sicherheit auf jeden Fall, den kennst du vielleicht sogar auch. Bestimmt. Also zumindest muss man den, glaube ich, kennen, diesen Friseur, so lange, weil der Typ so, das fand ich so geil, der ist so
da sieht man richtig, dass der voll Bock auf seinen Job hat, weil der einfach so, der kommt dir so entgegen, hallo, ich wollte nur einen Flyer abgeben, ach gerne doch, oder? Finde ich total geil, also ich mag das halt irgendwie, wenn man dann hundertprozentig da, ne? Klar hat man auch manche Tage, wenn man mal sagt, so ist das, hast du ja auch wahrscheinlich und so, dass man manchmal sagt, oh, scheiße, heute habe ich nicht so richtig Bock, aber es kommt dann von alleine. Ich arbeite ja im Kindergarten und da hast du halt manchmal, hast du ja auch manchmal so den Tag so, denkst du, oh, lass mich jetzt in Ruhe, frag mich nicht schon wieder irgendwie irgendwas und so, ne? Aber du hast ja auch Dauerbeschallung, ne? Genau, aber trotz alledem irgendwie muss man, was ich damit eigentlich sagen will, ist so, dass man sozusagen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, jeden Morgen fällt mir es schwer aufzustehen, weil ich eigentlich den Job nicht mag, dann muss man sich irgendwie echt sagen, oh, ich suche mir was anderes. Klar. Oder ich schule um oder keine Ahnung was. Ne? Ja, deswegen auf jeden Fall. Finde ich das irgendwie, dass du erzählst da so, ja. Es wird nicht langweilig bei uns. Irgendwann schreibe ich ein Buch. Ne? Also wirklich, was da schon alles passiert ist, ja, könnten wir nochmal eine Folge mit füllen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Aber das wäre doch schon mal was Geiles. So Autorkarriere. Autorenkarriere. Ja, wer weiß. Vielleicht mache ich das irgendwann, die neuen Leinen des jungen Kassierers oder so. Ich weiß es nicht. Nee, das ist schon echt cool. Weil, also ich könnte jetzt nie einen Bürojob machen, wo ich jetzt irgendwie vor dem PC die ganze Zeit sitze und für mich alleine bin. So, ich könnte mir dich jetzt auch nicht beim BAW vorstellen oder oder keine Ahnung, bei der Commerzbank. Ich hatte anfangs, meine Mutter wollte ja dann immer, dass ich Verwaltungsfach angestellt werde oder hier groß Außenhandelskaufmann. Dann bin ich mit Rollkragen, Pulli zu irgendwelchen Vorstellungsgesprächen gegangen, wo ich schon dachte, Alter, das bin ja überhaupt nicht ich, ne? Also von daher, und jetzt, ne? Jetzt geht das, jetzt hat man da auch immer ein paar Leute und so, mit denen man ein bisschen klatschen und ratschen kann. Ich rede ja ganz gerne, wie du wahrscheinlich ja. Und das ist super, auf jeden Fall, ne? Ja. Ja, dann kommen wir tatsächlich zur letzten Frage. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, noch irgendwelche Termine vielleicht oder so, die dir den Leuten mitteilen kannst oder vielleicht irgendwas, was du in der nahen Zukunft so am Start hast? Ja, jetzt ist mal Winterzeit, ne? Also einen Auftritt habe ich noch, mein Jahresabschlusskonzert im Marktkauf Rinteln am 24.11. nachmittags, ne? Genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben in der Marktkauf-Beilage tatsächlich. Ach, tatsächlich. Sehr schön, ich freue mich. Aber natürlich auch auf deiner Instagram. Genau, Instagram, und Facebook habe ich, ne? Olli Schmidt eingeben, da findet er alles, ne? Was das Herz begehrt von mir. Und genau, Karneval ist ja prädestiniert, ne, für mich. Das ist, Karneval ist auch in Rinteln. Genau, Karneval ist in Rinteln, was sonst in meinem Brückentorsaal war vor ein paar Jahren noch, der darf ja nicht mehr, deswegen sind die jetzt ausgewichen, ich glaube, in die Mehrzweckhalle nach Totenmann, da ist es dann, ne? Okay, und im Sommer habe ich auch schon einen in Hanau, aber das ist alles noch ganz, ganz lang hin, ne? Ja. Aber das wäre so das Nächste und jetzt, wie gesagt, Winterpause, Zeit für Bewerbungen und Zeit für ein paar Fotoshootings mal und so, ne? Songwriting vielleicht? Ja, das sollte ich auch mal wieder in der Hand, wie gesagt, man hat es schon. Also Ideen hast du das schon. Alles im Kopf, genau. Mhm. Der Drive, der kommt dann von alleine. Okay. Ne? Also das ist immer so bei mir, wenn ich mich jetzt hinsetze, mache mir dieses Blatt dahin mit dem Stift, dann, nee, das kommt nicht. Das kommt von alleine irgendwann so. Ne? Das ist, da hat man, und dann schreibst du und schreibst und schreibst. Also so ist das bei mir immer. Ne? Ja. Da hast du so viel im Kopf, ne? Und so viel, was du loswerden willst. Ich habe tatsächlich meine Biografie geschrieben. Und habe da ganz lange drüber gesprochen. Dann habe ich mich mit Michael Kluwe, den kennst du auch. Ja, klar. Ne? Ja, und Michael und ich. Grüße. Grüße. Wir sind zusammen spazieren gegangen und irgendwann meinte er, Jochen, hör auf zu labern. Heute Abend setzt du dich hin, kauf dir eine Flasche Wein, mach deinen Computer an und dann fängst du an zu schreiben. Das habe ich dann gemacht und habe dann irgendwie innerhalb der ganzen, ich war Corona-Phase, waren wir 7 Wochen irgendwie außer Gefecht zu Hause. Und habe ich in den 7 Wochen mein Buch geschrieben. Ne? Geil. So ist 150 Seiten geworden und jetzt suche ich gerade einen Verleger, der das rausbringt. Aha. Und ja, das ist dann auch geflossen. Also, das sprudelt, ne? Das war nicht, ja, genau. Aber das war genau der Punkt. Ich brauchte den Michael, der sich hinter mich stellt und mir den Hintertritt Tipp, und sagt, Tipp, jetzt fang an. Ja, ja. Und das ist bei mir auch immer komischerweise kurz vorm Einpennen. So, also wenn sowieso, dann hast du immer kreative Idee. Das und das musst du dir gleich auch schon, weil am nächsten Tag weißt du es nicht mehr. So ist das bei mir immer. Ich so, was war denn das nochmal? Boah, ich hatte irgendwie, ey, war scheiße, Mann. Ne? So, ne? Ja. Und dann immer aufschreiben, auf jeden Fall. Also ich kann immer nur für alle Musiker, Singer-Songwriter da draußen, legt euch einen Bleistift und einen Zettel neben das Bett. Und dann flutscht das auch. Genau. Okay, genau. Kommen wir zur letzten Frage. Wenn es den lieben Gott gibt oder gäbe oder wie auch immer, und der würde dir ermöglichen, mit irgendjemandem nochmal ein Bier zu trinken, eine Session zu machen, ein Treffen, die Bühne zu teilen. Wer wäre es in deinem Fall? Krass, okay. Es kann auch jemand sein, den es nicht mehr gibt. Also Elvis oder wer auch immer. Ne? Also es muss ein Prominenter, ne? Oder? Kannst du auch einfach sagen, nö, vielleicht gibt es ja auch jemanden in deinem vergangenen Leben oder den du irgendwie so um die Ecke kennst, keine Ahnung.
Oh nee, also das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Deep Talk, ne? Das habe ich auch noch gar keinem erzählt, das erzähle ich hier das erste Mal. Und zwar würde ich das mit meinem Vater machen, tatsächlich. Ja. Und mein Vater, der ist damals, als das mit DSDS losging, hat er an Weihnachten einen Herzinfarkt gehabt, lag 4 Wochen im Wachkoma. Und genau als das war mit DSDS, wo das dann ankam, wo die ganzen Leute ankamen und so, da ist er dann halt gestorben. Und das war auch ganz krass, das war eine total krasse Zeit, weil da kamen ja irgendwelche Mädels an, da können wir ein Foto machen und dann kam irgendwie ein ehemaliger Kollege von meinem Vater, Polizeibeamter so, ne, auch ein bisschen bekannter dann da halt, ne, in Rinteln, ja, Beileid. So, das war total, also es war total krass so, ja. Ne, also es war, aber man hat funktioniert und man hat das weitergemacht. Ich habe das alles so durchgezogen und so, ja. Ne, aber das, wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich das nochmal machen, weil dann könnte ich dir das alles erzählen. Ja, das genau. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja. Ja, da hatten wir neulich auch einen Talkgast da und der hat auch gesagt, ich habe auch, der ist so in der Erotikbranche und der hat so mit Lilo Wanders, der kennt alle. Ne? Mhm. In dem Bereich, die ganzen Damen, die da sind, hat auch hier so einen Venus Award schon mal gehabt und so. Mhm. Und da habe ich auch gefragt, da habe ich gedacht, jetzt kommt vielleicht was weiß ich was, irgendwie für irgendeinen Promi-Pornostar und so. Der hat gesagt, nee, mein Bruder, der ist vor 3 Jahren gestorben und den würde ich gerne nochmal wiedersehen und nochmal Bier trinken. So, ne? Ja, dass man halt nochmal labert, einfach so ganz so kumpelmäßig irgendwie. Ja, genau. So, ne? Genau. Nee, das würde ich mit Dad auch nochmal machen, so, dass man dem das alles erzählt, was so passiert ist und das glaubst du nicht, was da passiert ist mit dem Trainer. Ja, das ist. Ja, ich danke dir vielmals fürs Kommen. Danke für die Einladung, das hat total Spaß gemacht. Und ich glaube, wir müssen das auf jeden Fall nochmal wiederholen irgendwann, weil es gibt bestimmt wieder noch viel mehr zu erzählen. Auf jeden Fall und ich erzähle ja sehr gerne. Super, danke. Danke und auch. Natürlich auch nochmal an unsere ganzen Leute den Kanal abonnieren, damit ihr solche netten Leute auf jeden Fall immer mitbekommt. Bis demnächst. Tschüss. Before the moment of all, no time to count up the score. Take the time to stand. Stand and live under hand. I thought they all were my friends. I never thought that change opens up all the doors. So it's time to good. Even the score. Why aren't